Hallo, das Buch, was ich euch heute vorstellen werde, heißt Unsterbliches Verlangen von Catherine Smith. Das ist das. Ja. Und fünf Tempelkrieger sind im 14. Jahrhundert auf der Suche nach dem Heiligen Gral für den König Philipp gewesen und dachten, dass sie den auch gefunden haben, aber das war der Blutgral von Lilith. Das ist die erste Vampirin, also der erste gefallene Engel, und daraus haben halt alle getrunken und sind jetzt zu Vampiren geworden. Also das zur Vorgeschichte und jetzt zum eigentlichen Buchinhalt. Also in dem Buch geht es um Prue. Prudence ist ihr richtiger Name, aber alle nennen sie Prue. Und um Chapelle, das ist halt der Vampir. Und Prudence ist an Krebs erkrankt und sie sucht auf ihrem Grundstück, wo sich der Heilige Gral befinden soll, halt den Heiligen Gral. Und hofft ihn natürlich zu finden, damit sie aus ihm trinken kann und ihre Krebskrankheit überwinden kann. An einem Tag kommen halt Chapelle und sein Kirchengefährte Molyneux, also ich hoffe, das ist jetzt richtig ausgesprochen, halt nach London zum Grundstück, um Prudence zu helfen, den Gral zu finden. Da Chapelle von der Kirche eingeflößt bekommen hat, dass er schlecht sei, weil er ja ein Vampir ist, fürchtet er sich davor, anderen Leuten damit weh zu tun oder damit zu belasten, dass er halt ein Vampir ist. Aber Chapelle merkt schnell, dass er Prudence verführerischer Art nicht widerstehen kann und überlegt dann halt, ob er sich auf sie einlassen kann, was er dann natürlich auch tut. Und die Krankheit von Prudence verschlimmert sich halt in Sekundentakt. Und nun steht er vor einem großen Problem, ob er Prudence halt verwandeln soll oder nicht. Und ob er das tun wird, werde ich nicht verraten. Ja. Und einer seiner früheren Tempelkrieger, die sehen sich alle als Brüder an, wird halt entführt von den Silbernen Orden. Der Silberne Orden ist halt gegen die Vampire, also gegen diese Tempelkrieger, und will halt auch unbedingt hier die Macht besitzen. Und die entführen halt den mächtigsten, also mächtigsten Tempel. Und ja, in den weiterführenden Büchern geht es immer noch darum, dass alle Post von Tempelkriegen, der halt den Heiligen Gral gefunden hat und in ein Amulett gegossen hat, das halt jeder Tempelkrieger kriegt, und halt auch ein Brief, dass er sich in Italien befindet und halt seine deren Hilfe braucht. Und so machen sie sich alle mit ihren Gefährtinnen auf den Weg und versuchen dann halt einen Tempel zu retten. Also Unsterbliches Verlangen ist halt das erste Buch von fünf. Und dieses Buch hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Es ist lustig, es ist traurig, es ist einfach nur spannend. Man muss es unbedingt durchlesen, weil es gibt keine einzige Stelle, wo man sagt, oh mein Gott, das hätten die rauslassen sollen oder das passt überhaupt nicht. Nee, also sowas gibt es überhaupt nicht. Es ist wirklich schön und ich kann es einfach nur empfehlen, und danke. Tschüss.